Gut. Herr Ströbele, Herr Heiß hat eben berichtet, dass Sie die Selektorenlisten bereits in den Händen gehalten hätten und er sie quasi Ihnen wieder habe entreißen lassen können. Wie plausibel erscheint Ihnen das und ist Ihnen da vielleicht tatsächlich etwas durch die Hände geglitten? Schön wär's, aber im Gegensatz zu Herrn Heiß kann ich Ihnen Einzelheiten nicht sagen, weil ich verpflichtet bin, über alles, was ich in der PKG oder als PKG-Mitglied im Verfassungsschutz erfahre, den Mund zu halten. Also nichts zu sagen, sondern zu schweigen. Ich hätte die Listen gern gesehen. Ich habe mich auch bemüht. Ich war zweimal beim Bundesnachrichtendienst, um die Listen zu bekommen. Aber was rausgekommen ist, darf ich Ihnen nicht sagen. Jedenfalls sind die mir bis heute bekannt. Was ist denn Ihr Gesamtfazit jetzt von der Sitzung heute mit Herrn Heiß, also sozusagen eine der Doppelzustände? Ich habe bei dem letzten Zeugen, Herrn Heiß, Anlass dazu, davon auszugehen, dass er nicht immer die Wahrheit gesagt hat. Ich bin da auch in derselben Problematik, wie die ich eben angedeutet habe, nämlich, dass ich jetzt mein Wissen über das, was Herr Heiß weiß oder wissen muss, nicht preisgeben darf, weil das sich wieder im Rahmen des PKG abgespielt hat, wo er keine Auskunft geben darf. Aber da sind sicher noch mal einige Sachen klarzustellen. Aus der Aussage wurde ganz, ganz deutlich, wie wichtig die Arbeit dieses Untersuchungsausschusses ist und vor allen Dingen der Opposition. Eins musste Herr Heiß eingestehen. Weder das Bundeskanzleramt noch die Spitze des Bundesnachrichtendienstes wüssten heute, dass es Selektorenlisten über 38.000 oder 30.000 illegal eingespeiste Selektoren gegeben hat, wenn die Opposition nicht einen Beweisantrag eingebracht hätte, dem dann das Kanzleramt und der Bundesnachrichtendienst nachgehen mussten. Und erst daraufhin sind die überhaupt auf die Existenz solcher Listen gestoßen. Das wurde heute ganz deutlich. Herr Heiß hat in vielen Punkten die Angaben verweigert, was meiner Ansicht nach nicht immer zulässig gewesen ist. Aber ich ziehe das Resümee, das war kein guter Tag für die Wahrheitsfindung. Aber wir werden ihn ja gleich in nicht öffentlicher Sitzung noch hören. Vielleicht wird er das eine oder andere dann auch richtig stellen. Wenn Sie ihm jetzt vorwerfen, an der einen oder anderen Stelle nicht die Wahrheit gesagt zu haben, unter Bezugnahme auf zum Beispiel eben PKG-Sitzungen, dann haben Sie aber dennoch überhaupt keine Chance, ihm das nachzuweisen. Denn ein Protokoll in dem Sinne gibt es nicht, oder? Das ist einer der Riesenmängel, gegen die ich versuche, als Mitglied des PKG seit über 10 Jahren anzugehen, dass keine Protokolle geführt werden, jedenfalls keine Inhaltsprotokolle, wo man nachher feststellen kann, wer hat was gesagt. Und ich werde mich jetzt noch vehementer dafür einsetzen, dass da möglichst ein Tonband mitläuft, das natürlich dann geheim verwahrt wird, aber wo man in solchen Fällen danach gucken kann, was ist tatsächlich gesagt worden. Übrigens auch als Stütze für die Arbeit der Abgeordneten, weil auch ich weiß natürlich nicht mehr, was ich im Oktober 2001 im parlamentarischen Kontrollgremium erfahren habe und ob das wörtlich so oder so gewesen ist. Eine Frage noch. Es scheint ja ein Datum zu geben, was besonders relevant ist für die Frage der Selektorenpflege. Das ist der Abzug der Amerikaner aus Bad Aibling Ende 2012, Anfang 2013, oder was Anfang 2012, korrigieren Sie mich gegebenenfalls. Aber ab dort scheinen ja die Amerikaner selber nicht mehr ihre Selektoren auf MOA-Tauglichkeit geprüft zu haben. Ist das der Zeitpunkt, kann man das jetzt so sagen, nach der gestrigen Sitzung und der heutigen, ist das der Zeitpunkt, ab dem diese nicht zulässigen Selektoren massenweise in das System gespielt wurden? Nein, nach allem, was ich weiß, stammen diese Selektoren aus den vielen Jahren vorher. Also 2013 sind sie festgestellt worden, im August 2013. Und das ist die Ansammlung der unerlaubten, illegalen und nicht zulässigen Selektoren, die von der NSA da eingespeist worden sind. Wir wissen ja bis heute noch nicht mal, welche dieser Selektoren tatsächlich scharfgestellt waren, welche Selektoren möglicherweise welche Ergebnisse erbracht haben. Das ist alles noch offen. Angeblich kann man das nicht feststellen.
aber da werden wir weiter natürlich dranbleiben. Vor allen Dingen müssen wir sie irgendwann mal zur Kenntnis bekommen, sonst können wir unsere Arbeit im Untersuchungsausschuss sachgerecht nicht zu Ende führen. Vielen Dank. Und wie viele Treffer sind? Nee.